meiner letzten Folge Let's Play Together Minecraft. Vorletzte Folge bei 49. Gut, meine vorletzte Folge. Boah, ja, ich stimme mich schon mal drauf ein. Ach so. Hey, ich bin immer noch Eugerudo. Ich bin euer Shadow Mask. Ja, ja, mich als Snake. Jo, die Leute können es gerade bei mir sehen, weil ich mir gerade ja hochgesteckt hatte mit Dreck. Und ich baue es gerade hier den Dreck mit Fackeln ab. Hier. Und jeder Dreck. Jeder Block hier, den muss ich echt zweimal abbauen, damit der kaputt geht. Ja, das hatte ich vorhin auch schon wieder. Ey, das ist so assi. Deprimierend irgendwie. Ja, das ist schön, dass das Update... Es ist gut zu wissen, dass die gerade an so einem Update arbeiten. Ja, ist aber voll gut. Die bringen Updates raus hier und dann kommen dann mehr Fehler als vorher. Hey. Ja. Sowas ist echt lächerlich irgendwie. Ja gut, aber das ist bis jetzt immer so gewesen. Fehler sind immer... Meistens waren es aber bloß kleine Schnitzer, deswegen... Ja, da ist es ja gerade extrem, also so viele Fehler... Also das bei Minecraft ist bis jetzt das extremste Problem-Update, was ich bis jetzt hatte. Ja. Allgemein auch. Also vor allem, dass dann keine Hühner da sind mehr, das ist schon scheiße. Ja, allgemein die Tiere, es ist echt mager. Ja, aber dass hier gar keine Hühner spawnen, überhaupt nicht. Nicht mal selten oder sowas wie die anderen Viecher. Und vor allem, weil die Eier ja brauchst und du kriegst zwar rohe Hühner von Farmmitarbeiter-Typis, aber das bringt ja nichts. Du brauchst ja die Eier dafür. Was ist denn das? Dann lass du mal welche wachsen, ne? Er kam gerade so. Sehr lustig. Da hängt gerade ein Stück Sand in der Luft hier. Ja, wenn aus, könnte ich dir vielleicht sogar ein Rezept dafür ausstellen. Sehr lustig. Wieso hängt hier Sand in der Luft? Oh, das ist auch geil. Wir können tatsächlich unsere alten Holzwerkzeuge, wie zum Beispiel Schwert, verheizen. Ja, ja. Das habe ich auch gelesen, ja. Da oben hängt Sand in der Luft. Es fliegt. Ja, das ist... Aber du setzt einen Block daneben oder einen von den Blöcken weg. Ja, dann fällt es runter. So, dann, somit habe ich zumindest unsere alten Holzwerkzeuge mal verbrannt. Yay. Ja. Türen kann man auch verbrennen. Micha, ja, alles, was Holz eigentlich ist. Ja, Micha, Alter. Micha Gerudo. Was denn? Wollt ihr eine Ankündigung machen? Was ihr gerade erfahren habt. Ach so, ja. Wir sind immer noch bei derselben Aufnahme wie bei... Aufnahmetag. Aufnahmetag, immer noch, ja, genau. Mit der Information PlayStation. Und zwar haben wir soeben, heute ist noch der, welcher ist denn heute? Der 5.4. Und wir haben die Information soeben von Amazon bekommen, dass unser Paket... Beim riesigen Online-Händler. Wie bitte? Amazon. Von einem der großen Online-Händler. Amazon. Von einem der gigantischen Online-Händler. Dass wir unsere PlayStation doch früher bekommen als der 10. April. Nämlich am Montag. 7. April, der Montag. Yeah, Jubelschrei. Ja, yeah. Schrei, aber ey, Klatsch, Leute, ihr hättet es echt sehen müssen, wie die beiden gerade abgegangen sind hier. Micha liest seine E-Mails gerade durch in der Aufnahmepause hier und den ist bald einer abgegangen. Ich dachte, der vögelt gerade sein Internet. Wir sind Tränen gekommen. Ja. Da steckst du ein Britzel kaputt. Das wäre natürlich heftig, so wie beim Shadow damals. Hey, meine PlayStation. Warum funktioniert die nicht? Ja, das ist... Ja gut, aber wie schnell hat es bei dir funktioniert, dass du die neue bekommen hast, Shadow? Ich glaube eine Woche später oder irgendwie so, glaube ich. Wenn du mal eine hast und die ist nachher kaputt, ja, dann kannst du dich auch an Sony wenden und dann kriegst du schneller eine. Ja. Musstest du deine alte zurückschicken? Ja, die wurde abgeholt von Amazon. Auch mit Controller? Ja. Hast du jetzt echt alles abgegeben? Ich habe alles abgegeben, ja. Weil ich ja noch gemeint habe, ja, dann behältst du deinen Controller ja ein. Ja, aber weil ich es direkt von Amazon, die wollten weil alles die das wollten ja, halt, sollte ich alles einpacken und so, und dann habe ich das halt gemacht, also ist so wurscht. Aber ich hätte den Controller trotzdem mal behalten. Hätten sie schon gemeldet. So ist es. Oder die hätten dir halt dann nur einen Teil davon, also ihr gesagt, den Controller vielleicht berechnet. Kann auch sein. Wer Warum fehlt da Erde? Lederstiefel. Wenn? Ein Sattel. Oh, guck mal nach rechts. Der Metzger will ein... Hinter dir? Für Ach so, 6. Nee. Ich dachte gerade, das war ein komischer Block, aber... Oh. Wo bist du, Shadow? Ja, hier in dem Dorf von dem Wüstendorf da. Ich kann dem 10-mal Kies geben und krieg dann 3 Feuersteine dafür. Toll. Toll. Super. Oder ein Smaragd für 3 Feuersteine. Warte, ich komme auch mal. Ich habe noch ein bisschen Feuerstein dabei und eine Pilzsuppe. Vielleicht wollen die ja irgendwas dafür. Oder kriege ich irgendwas dafür?
Oder lass den Shadow doch erstmal durchgucken und nimm dann das mit, was wir brauchen. So, ich habe mir jetzt für jeweils 3x19 Weizen habe ich gerade 30 Mark in mir geholt und guck mal, was ich dafür eintauschen kann. Toll, 1 Mark für 9 Pfeile. 11 Smaragde für eine Diamanthose. Naja, immerhin. Wir können aus Smaragden ja eh nichts herstellen, außer Blöcke. 1 Smaragd für 3 Brote. 14 weiße Wolle für 1 Smaragd. Je mehr du abgibst, umso mehr haben sie eigentlich im Angebot, gell? Naja. Da ist ein Truhe. Richtig handelsüchtig, die Typen. Kann ich jetzt schon neue Sachen, neue, von den neuen Sachen was herstellen? Also einen Teppich kann ich auf jeden Fall herstellen. Ja, sechs Smaragde will der hier, der Typ. Ah, eine Karottenrute könnten wir auch herstellen. Hier, schau mal, der hier will 6 Smaragde für einen Sattel. Welcher? Der da mit dem Hemd da, hier, der hier, Metzger. Er ist gar kein. Ach, jetzt ist er da. Was geht mit dir ab? Der ist gerade erst respawned. Okay. Glatter Sandstein. Der will einen Sattel. Was will. Da ist auch noch einer, was will der dann? Hallo. Ein Amboss könnten wir auch schon herstellen. Ja, oh cool. Stimmt. Frage ist, können wir das auch schon nutzen mit dem Amboss? 3 Eisenblöcke und 4 Eisenbarren. Ich weiß. Ja, ich weiß. Ich hab's auf dem PC. Ach komm, das ist mittlerweile doch eh egal. Ich stell das Ding her. Stell mal einen Amboss her. Wir haben doch eh genug Eisen und alles. Richtig. Außerdem ist die Welt ja eh nicht mehr so. Wir haben ja auch einen Golem gebaut, also spielt es ja keine Rolle. Und das bisschen Eisen, was wir da haben. Und das bisschen Redstone, was wir da haben. Die paar Diamanten. Er speichert. Okay. Darf man sich's mal erlauben. So ist es. Jo. Eigentlich könnte ich mir doch mal einen Club aus Eisenblöcken bauen. Dann holst du nicht mal was aus. Wir könnten eigentlich auch mal. Ja, das ist jetzt eh unsere zweitletzte Folge. Jetzt könnten wir doch jetzt eigentlich mal hier richtig das Zeug raushauen. Enderportale und gehen rein und. Bauen allen möglichen Zeugs zusammen. Hauen einfach mal unser ganzes. Machen wir in der nächsten Folge. Goldvorrat einfach mal in die Lava reinhauen. Nein, das vielleicht jetzt nicht. Nee, das ist ein bisschen zu extrem. Okay, dann schmeiß mal ein Shadow rein. Schon wieder? Schmeiß dich gleich rein, Henny. Echt? Oh, die Pflastersteinmauer können wir auch herstellen. Und das können wir was mit den bemusten Steinen machen. Ja, richtig. Endlich mal nichts Sinnloses. Ja. Ah, die Endertruhen gehen auch. Ja, stimmt. Endertruhen. Endertruhen, da übrigens, bin ich Gott froh drum. Shadow, wusstest du, dass die Endertruhen personalisiert sind? Ja. Als wenn du eine hast, ich eine hab und der Gerudo eine hab, hat jeder seine eigene. Ja. Weil jetzt sind wir an 4 Orten und wir können sie frei verwenden. Das finde ich geil. Ja. Aber was, das heißt, was ich zum Beispiel auch gesehen hatte, weil ich habe die mal getestet gehabt in Kreativ jetzt zum Beispiel, ja. Habe ich eine Endertruhe gemacht gehabt und mir mal, was habe ich da reingepackt, irgendeinen Knochen oder sowas mal so. Dann habe ich die irgendwo anders platziert, dann habe ich mal getestet, aha, okay, ist sie immer noch drinne. Ja. Und dann habe ich die mal alle weggemacht, komplett. Richtig, und wenn du dann eine neue baust, ist es immer noch drin. Genau. Also man kann die echt sozusagen abbauen eigentlich, mitnehmen und dann irgendwo anders hin platzieren und das Zeug ist noch drin, das ist auch geil. Man kann es nur nicht nebeneinander groß bauen. Ja, also hat man sozusagen eine mitnehmbare Truhe halt. Oh, der goldene Apfel! Immer mit 9 Nuggets oder mit 9 Goldblöcken. Alter. Was ist der denn? Achso, der hat die Lederstiefel. Willst du Lederstiefel? Niemals, ich hab Stahlstiefel. Achso, man kann ja. Ah, Micha, versuch mal was. Was? Versuch mal die Hundehalsbänder zu färben. Ach, das genau. Soll das auch können. Ja, und die Lederdinger kann man ja auch färben, aber du wolltest ja immer die Hundedinger färben. Stimmt, ich probier's gleich mal. Ja. Mal gucken, ob ich noch gelbe Wolle oder grün. Ob ich irgendwas Grünes hab, genau. Ja, typisch, Teppiche können wir jetzt auch herstellen, ja. Der Vorteil ist, diesmal kann man eigentlich fast alles außer Smaragdblöcke jetzt so herstellen. Okay, passt auf. Ich hatte vorhin 2 Hunde hier. Mhm. Ja. Die haben Sitz gemacht, ja. Ja. Jetzt sind die Hunde weg. Hä? Ja, stimmt, die waren vor dem Eingang, ja. Richtig. Okay, wieso sind die jetzt schon wieder weg? Und vor dem Update hatte ich ja auch noch immer einen Hund aber hier. Vor, ja, der war vorhin noch da. Zwei jetzt waren sind da. Alle weg. Beide waren da. 2 Stück waren da. Ja, die habe ich ja vorhin noch entdeckt, also 2 Aufnahmen davor. Bei dir glitzert aber irgendwas komisch. Irgendwas funkelt die ganze Zeit hier auf, als würde was durchglitschen. Okay. Ja. Bei dir auch gerade, gell? Ja, ja. Aber die Hunde sind weg. Okay. Hier ist ein Hund unten. Ja, aber dann muss ich ja erstmal. Ich habe Knochen dabei. Hast du Knochen? Ja, 3 Stück.
Wenn du mitkommst, dann kannst du sie gleich mitnehmen. Wenn du hierher kommst, dann gebe ich dir die Knochen und dann kannst du gleich... Warte, ich guck mal, ob ich Farbe irgendwo habe, weil dann kann ich es nämlich gleich ausprobieren. Mhm. Ah, hellblaue Farbe. Machen wir mal ein hellblaues Halsband. Schwarz vielleicht. Ja? Schwarz. Schwarz. Quarz können wir auch herstellen. Nicht Quarz, Schwarz. Schwarz. Ich will's ja nur, wir wollen es ja nur mal testen. Wir können es ja dann in der neuen Staffel ja immer noch personalisieren. Hast du eigentlich... Nein. Was? Oh Gott. Wir kommen wenigstens nicht raus. Hör doch auf, unser kostbares Eisen zu verballern. Ach. Was macht ihr denn? Ach, jetzt hat er einen Amboss hergestellt, da haben wir nichts dagegen. Jetzt haben wir in unserer Wohnung, rennt jetzt ein Eisengolem rum. Toll. Also wie hoch hast du schon gebaut? Ja. Ja, jetzt bau bitte nochmal ein, ja. Okay. Nein, nicht im Schlafzimmer. Hör auf. Mach's vor der Tür dann, dass er unser Schlafzimmer bewacht. Oh. Aber nicht im Schlafzimmer. Was meinst? Ja. Gut, wenn du mit dem Eisengolem gerne ins Bett gehst. Ich kuschel gern mit Metall. Oh je, oh je. Ich hatte gerade noch ein paar Blöcke übrig. Hallo, wo bist du? Immer noch im Dorf, Link? Ja, ich bin noch im Dorf. Oh. Die rotten sich hier alle zusammen. Verschwörung. Wir werden hier einen Goldgolem bauen. Das wäre heftig. Ein Diamantgolem. Das wäre auch geil. Ja, es wäre nur, dass ich gegen dich. Und dann? Genau, der Diamantgolem ist ein feindlicher Golem. Ender Golem. Ich bin hier im Haus, wo die 6 Typis hier drin sind. Ein Häuschen? Nee, hier sind so ein größeren Häuschen drin. Okay, bei dem kleinen Häuschen musst du aufpassen, da ist immer so ein bisschen Hinterwäldlerländchen und so. Aha, da, deswegen gehst du mal rein. Das wird das Engelbändig. Oh Gott, ja, aber lass es. Einfach eine Laterne draus. Sorry, Laterne. Deko-Laterne. Oh, ich sehe gerade, ich brauche Essen. Hast du den Hund oder hast du den Hund noch nicht? Ich hab den noch nicht. Okay, wo ist er dann? Der war unten am Wasser da. Du meinst nicht, dass der jetzt schon weg ist, oder? Nee, der saß da so halbert. Warte, hier ist eine Spinne, ich muss gerade was essen. Hast du noch was zu fressen? Ich habe nur noch 3 Sterne, Herzchen. Sterne? Bist du nicht bei GTA? Ja, hab ich. Zu viel GTA. Warte, ich schmeiß dir was hin. Ja, musste gerade die Spinne. Hier. Okay, danke. Reicht, denke ich mal. Warte mal, hier unten war die. War das Viech. Stein? Nee, schmarrn da nicht, da vorne. Nein, wir haben keinen Stein gerade. Gar keinen mehr? Nein. Jetzt? Ja. Da ist er doch. Hier ist er Knochen? Doch. Achso, warte, Knochen. Ich habe 2 Stück dabei, probier's mit denen. Ich habe noch 3. Ja, gib mir mit dem mal schon. Wo sind wir denn? Unter dir. Da hast du. Bundi. Da läuft er. Halt doch mal. Bundi. Ich pass mal auf hier von der Seite, dass hier kein Viech kommt. Okay, jetzt hat er. So, oh, der hat jetzt ein rotes Halsband. Ja, ich guck mal. Jetzt? Hat er ein hellblaues? Jawohl. Yes, es klappt. Das ist cool. Coole Sache. Babyblauer Hund. Mach ihn in rosa. Ja, ein rosa Hund. Ja, rosa für Gerudo. Oh. Zeig ich mich als nächste Farbe, aber egal. Ja. Du fragst nach. Du fragst danach her. Das ist seine Farbe, genau. Ja, deswegen sage ich's ja. Da geht's ja runter. Ja, das ist die Kette. Dann nimm mal den Hund mit, aber verlier ihn nicht. Ja, ich habe ihn zumindest dabei. Aber das hat nichts zu sagen. Der wird wahrscheinlich eh wieder, wenn ich ihn hinsetze, wird er wahrscheinlich. Aber mich wundert's, dass dann die Katzen da sind. Ja, die Katzen sind im Haus drin, gell? Was machen die eigentlich im Haus? Ich den Hund jetzt auch mal mit ins Haus. Was machen die eigentlich im Haus? Ja, warum nicht? Was haben die draußen zu suchen? Ja, vor Creepern schützen. Toll. Wenn sie alle auf einem Haufen sind und du bist eh immer unterwegs. Dann verteilt sie. Ja. Okay, der eine ist, einer ist hier in diesem ganz kleinen Haus drin. Was? So ein Typi? Ja, einer. Ist wahrscheinlich noch der einzige Überlebende. Nö, ja, da hinten hier sind mehrere, 6 Stück drin, glaube ich. Ja, ich meine vom Hofhaus. Micha. Auspuff? Kennst du nicht? Radkäppchen und der böse Golf.
Ja. Ach, jetzt, der will nicht. Schmarrn, der will nicht nur 10 Keys für die drei Feuersterne, sondern auch noch ein Smart, also ein Smart und 10 Keys. Oh. Für drei Feuersterne, Alter, das ist teuer hier. Wucher. Mach bzz, bzz, ich kann gerade nicht. Sagt mir immer noch, wir können heute nicht, wir sind hier am Aufnehmen. Bzz, bzz. Ja, und schon klingelt das Telefon. Super. Eine Unverschämtheit. Allerdings. Meine Fresse. Immer das Gleiche. Richtig. Furchtbar. Er lässt aber auch nicht locker, oder? Hello, bist du das? Ja. Nein. Was? Nee. Was bin ich? Er anruft, aber das... Nee, bei mir klingelt es doch gar nicht. Könnt's mir auch denken. Ja. Das muss ja bei euch klingeln, weil ich höre nichts. Ja, das ist ja mal am Handy klingelt. Ei. Er ruft bei locker. Dir schon ja, an. Wir gehen ja nachher noch fort, deswegen, das wird dann doch hier. Aha. Uch, da steht ein Golem in unserem Wohnzimmer. Ich komme mal dann wieder zu euch, kill hier nebenbei noch die ganzen Viecher, die hier umeinander wandern. Du Hundi, wo ist Hundi? Wo? Da ist Hundi. Skelett! Ich sehe dich. Oh, zwei Skelette, oh oh. Ich versuche den einen hier anzulocken. Hundi bei den Katzen. Hundi bei die Katze. Ob das gut läuft. Nachher nur noch Fetzen. Oh. Von den Hunden. Vom Hund, ja. Huch, da ist immer noch der Kohle. Mich erschreckt jedes Mal. Au. Ich hab den gut platziert, ne? So, ich hab wieder einen Knochen, weil ich gerade ein Skelett gekillt habe. Denke ich mal, dass ich einen Knochen hab, ja? Ne, einen Pfeil habe ich. Doch, zwei Knochen habe ich sogar gekriegt. Ui ja. Zwei Knochen von einem Skelett her. Da steht nochmal ein Skelett. Mal gucken, was du hier willst. Komm her, der Viech. Komm her. Daneben. Daneben. Aua. Sauviech. Au. Ja, der dreht sich in die andere Richtung und schießt aber trotzdem mich an. Jetzt habe ich drei Knochen schon wieder. Drei Knochen. Yes. Oh, Redstone, da haben wir noch nichts von. Nein. Nimm mit. War dabei. Creeper. Komm her, Creeper. Komm her. Da kann mir mal einer sagen, wo denn die anderen Enderaugen sind? In irgendeiner Truhe. Bin ja. Der Meinung, dass ich die bei mir in der Truhe hatte. Aber. Ja, mach das. Creeper gekillt. Bin der Creeper. Kannst du das den armen Creeper nur antun? Tja, wie kann ich nur? So, ich laufe jetzt in eure Richtung. Da ist schon wieder ein Skelett. Komm her, du Skelett. Oh, aua! Du hast schon mich getroffen, du Saufie. Komm her, stirb! Hab ihn. Aber keinen Knochen gekriegt. Warum nicht? Das Arm an Calcium. Das muss ich gucken. Ich habe aber gar keinen Pfeil stecken. Toll. Der hat mich nicht erwischt. Die Sau. Hat aber wehgetan, dass er mich nicht erwischt hat. Da ist ein Skelett. Nee, schon mal kein Skelett. Ein Zombie. Ist er so weggespawnt. Da ist aber wieder ein Skelett. Doch, so ein Gespenster, ne? Ja. Der Zombie ist weg, aber dafür ist ein Skelett aufgetaucht. Aua. Ab. Ja, der Zombie ist verhungert. Ui. Eben habe ich für ein Skelett kein Knochen gekriegt, das habe ich von dem wieder zwei gekriegt. Das habe ich schon fünf Knochen. Okay. Cool. Hey, Redstone, haben wir noch so wenig? Hey, Zombie. Genau. Das ist eingesetzt. Das will ich jetzt gerade überprüfen. Ich glaube, du warst nämlich noch mal da. Vielleicht, dass ich die eingesetzt habe? Ich glaube schon, ja. Kann sein, ja. Ich glaube auch. Ich schau mal nach. Ich will eh wissen, noch brauchen. Ich glaube, du hast da eingesetzt. Ich glaube, da brauchen wir noch 6 oder so. Waren oder 7. Ja, 12 brauchst du insgesamt. Aber jetzt muss ich mal schauen, wie viel wir noch brauchen. Einen habe ich jetzt dabei. Zombie. Hast du das schon modifiziert? Oh. Ja. Aber ich muss ganz kurz... Du musst ganz kurz. Ja,
ganz kurz, das tut mir jetzt leid, aber es ist halt. Was denn? Kurz weg. Wer ist denn hier bei mir in der Nähe? Hey, Diamanten! Hast du Diamanten gefunden? Jo. Micha ist gerade AFK, ne? Jo. Okay. Weil nämlich nochmal angerufen wurde, als war es wahrscheinlich was Wichtigeres. Okay. Na dann. Genau. Aber den Zuschauern wird nicht langweilig. Immerhin bin ich ja auch noch auf dem Bildschirm. Also, das ist ganz langweilig. Das ist relativ monoton gerade bei mir, weil ich sammle Stein. Also. Aber ich habe Diamanten gefunden. Und zwar ganze 4. Cool. Hast du wenigstens mit Glück abgebaut? Nee, die Hacke habe ich nicht dabei. Ach, scheiße. Deswegen habe ich ja bloß 4. Gut, wo bist du? Du bist der rote Punkt, oder? Ja. Aha, dann bist du unter mir. Richtig. Ich überlege gerade, leiste ich die Gesellschaft? Auch mal eine Aufgabe. Hä? Ach, ich habe gerade Kies benutzt, um die Lava zu umgehen. Ach so, na war dann. War sie aufgefüllt. Na dann. So. Oh, ich brauche was zu essen. Ich brauche Essen. Futter. 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 Eigentlich wollte ich ja heim. Ich glaube, ich gehe doch wieder hoch. Aber nicht erschrecken, ne? Was? Wenn du in Haus gehst. Ach was, muss eigentlich unser Haus? Wo muss ich eigentlich hin? Hä? Ach, mich jetzt beim Haus, gell? Ja. Hast du eine Karte dabei? Aha. Hast du eine Karte dabei? Ja, habe ich. Ah, na dann. Dann renne ich mal los. Achso, jetzt sollen sich ja auch Kessel bei Regen füllen. Ja, ja, hab ich auch gelesen. Hast du eigentlich schon gemerkt gehabt, wenn du durch die Gegend rennst, also rennst und springst, dass du öfters dass mal... Dass es schneller geht? Ja, nee, das auch, aber dass du bei den seit dem neuen Update hier, dass du jetzt überall in jeden scheiß Ecken hängen bleibst und dann Schaden nimmst? Nein. Ich habe schon gemerkt, ich bin hier durchgerannt und gesprungen auf so normalen Feldwegen. Und so weiter, immer hat es dann so hängen geblieben und dann so düsch, dachte ich, Alter, was ist jetzt los? Ich habe da keine Probleme, was das angeht. Hallo, willkommen zurück. Ja, schön, dass du auch was sagst, Micha. Also ich habe da keine Probleme, wenn ich jetzt Gänge lang hüpfe oder sowas. Ne, ja, nicht Gänge halt, also normal halt hier auf irgendwelche Wege. Wasserjump, Platsch. Ja, nee, das habe ich schon ein paar Mal jetzt gesehen. Hallo, Ocelot. Ja, da sind sie. Okay, ich habe sie eingesetzt, ja. Und wie viel brauchen wir noch? Ach, das wird schon gar. Ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. Und was die Enderwelt angeht, können wir nein, nebenbei weiterbauen. 7. Okay. Was die Enderwelt angeht, können wir hier theoretisch eigentlich ein bisschen weiterbauen und dann quasi irgendwann mal ein Special reinsetzen. Ja. Richtig. Wäre auch eine Möglichkeit, denn es ist nicht ganz umsonst. Ja, dann kann man die Welt beibehalten und werden halt hier ab und zu weiterspielen und werden immer nach Endermans suchen und werden tatsächlich mal. Zumindest das gemacht wurde. So ist es. Bringen wir dann unseren Lodenstaub her von Loden, gell? Richtig. Das ist im Nether. Ich glaube, ich sollte mich mal ausrüsten und rein, weil wir haben keinen Lodenstaub. Das brauchst du denn? Okay, ja, ich muss ja die Enderaugen damit umändern. Ich bin jetzt gerade verwirrt. Was ist? Ich bin jetzt hier gerade rum um das gewandert. Ja. Hier beim Dschungelding, weil ich jetzt gerade in eine falsche Richtung gelaufen bin. Bin jetzt hier gerade an der Ecke, kannst du bei der Karte gucken. Ja. Lang gelaufen und auf einmal liegt da ein Ei. Okay. Aber kein Huhn. Da liegt einfach nur ein Ei, das da gelegt wurde oder keine Ahnung was, aber kein Viech da ist. Aha. Hier in der Nähe ist kein Tier oder so, aber es lag hier einfach mal auf so ein Buschstück hier. Dachte mir auch so, okay, was ist jetzt kaputt?
Drachenei. Drachenei, ist klar. Ja, vielleicht sind diese Hühner hier irgendwie unsichtbar. Also der Spawn von den Eiern scheint wohl irgendwie da zu sein, Halbert, aber die Viecher sieht man halt nicht. Ha, das ist kurios irgendwie. Fragen über Fragen. Ja, auf jeden Fall, wenn ich jetzt heimgehe zu uns, werde ich mir auf jeden Fall erstmal die Maschinerie von Micha noch angucken. Ja, der, genau, die zeige ich dir dann kurz. Weil der meint, dass es jetzt funktioniert. Ja. Funktioniert es auch mit den Melonen? Das müssen... Nein, das kann ja nicht funktionieren. Da muss ja, da braucht man ja Dingens, Kolben. Slimes für Kolben. Achso. Ja, da wären wir wieder beim Thema, ne? Nicht unbedingt. Wachsen nicht auf Sand. Achso, die Scheiße, die wachsen nicht auf Sand, gell? Ja, leider nicht, ne? Kacke. Nur zu geben, weil bei Kaktus geht's und bei Zuckerrohr geht's. Mhm. Bei Dings halt, ja. Hm. Auf Kies wachsen sie dann auch nicht, scheinbar. Also echt nur auf Erde. Obwohl Sonne ist cool, gell? Obwohl es ist eigentlich echt von, muss eigentlich unbedingt sein hier, dass da nebendran halt Erde oder sowas ist halt, weil Pflanzen kannst du ja in der Erde, muss ja. Aber was meinst du jetzt? Ja, bei Melonen jetzt zum Beispiel oder Kürbissen. Die Fläche, wo die halt dann drauf erscheinen halt, muss geht nur auf Erde. Sein. Okay. Born nur auf Erde. Wo renn ich denn lang? Hier? Ich bin da voll falsch. Voll falsch? Hey, runter von der Kiste, ja. Ja, ich red mit dir jetzt. Runter. Ja, willst du schon zum Fenster gucken? Oh, Freiheit. Was macht ihr denn? Ja, ich kann tatsächlich. Da kannst du jetzt deine Zauberbücher draufsetzen oder kaputte Sachen reparieren. Oder komplett irgendwas reinsetzen. Ja, ja, wie gesagt. Aber was brauche ich dazu? Bis Ende noch ein anderes Diamantschwert oder ein Buch. Was Zauberbücher draufsetzen. Ja, ja, damit kannst du ja Sachen verzaubern. Ja. Kannst du jetzt Bücher in Verzauberungs... Huch, der Aktiv... Was? Ja? Der aktiviert unsere Tür. Wenn also irgendwann mal ein Vieh bei uns in der Wohnung ist, dann, dann wird's von einem, ist der Gerudo Golem angegriffen. Schuld. Nee, dann wird's von einem Golem angegriffen. Dann ist der Gerudo trotzdem schuld. Mir doch egal. Warum, was los? Weil der Golem über unseren Druckschalter drüber läuft und aktiviert somit die Tür. Na toll. Dann kommt ein Gegner rein und wird von einem Golem zerfetzt. Der will auch bloß seinen Spaß, oder wie? Richtig. Ich bin auch da. Joko, mir fein. Ja, ich hab auch mal gesehen gehabt, ist, ich weiß auch nicht, ob sowas funktioniert auf der PlayStation-Version und so. Habe ich mal gesehen gehabt, weil welche sowas wie eine. Sag doch mal. Polymer-Maschine? Nee, eine Farm gebaut haben für Eisen. Und das haben sie gemacht mit einem Golem. Ja, das habe ich auch schon mal gesehen. Und ein Golem, wenn Frage du killst, ist, wenn du den abbaust, lässt der was fallen? Ja, der lässt ein paar Eisenbahnen fallen und eine Rose, glaube ich, angeblich. Ich weiß noch nicht, warum eine Rose, aber der lässt eine Rose. Weil fallen. Der auch den Dorfbewohnern immer Rosen schenkt. Ja. Achso. Achso, Shadow, wusstest du jetzt, dass man Bücher jetzt nur noch mit Leder herstellen kann? Ja, also ich dachte, das ging auch vorher so. Nein, da war es noch mit... Pluspapier. Ja. Achso. Ja, das weiß ich. So ein Steinschwert, das kann nicht funktionieren. Ich kann es, glaube ich, ändern, oder? Du könntest den Namen ändern, ja. Geil. Was ändern? Von was ändern? Dann, wenn ich jetzt auf dem Amboss bin, kann ich den Namen von meinem Schwert ändern oder von dem Gegenstand ändern. Excalibur. Echt? Ja, zum Beispiel. Cool. Oder du kannst dich durch das Schwert wegschmeißen. Ja, dran, sondern lass mich mal ab. Vorsicht! Ja. Boah, ich bin ja eh echt am Arsch der Welt entlang gelaufen hier. Gott! Oh! Was denn? Das kostet, ja? Ja, scheißegal. Ach, du hast das Gott in deinen Händen! Das ist geil! Allerdings, ich habe jetzt Gott in meinen Händen!
Hört mir auf mit Gott oder so ein Käse. Ich habe im Briefkasten, habe ich heute geschaut, da war ein... Zeugen Jehovas. Nee, nicht so ganz, denke ich mal. Da war ein kleiner gelber Zettel. Krankenschein. Ja, geil, ein Krankenschein. Nee. Noch ein noch kleinerer gelber Zettel. Da steht drauf, ich brauche, und dann groß geschrieben, Jesus Ausrufezeichen. Ja, soll man suchen. Ja, da steht dann Text drauf. Ich kann es ja... Oh, hier ist ein Enderman unter dem... Warte, ich komm. Ich bin eh auf dem Weg zu dir, weil ich was testen wollte. Ja, lies mal vor. Da steht drauf, wenn ich ohne, groß geschrieben, Jesus in meine Sünden weiterlebe, wie bisher, bin ich ewig verloren. Nach meinem Tod folgt das Gericht Gottes, auch groß geschrieben. Sagt die Bibel, Hebräer 9, 27. Ewige Qual im Feuer der Hölle ist dann mein Teil. Da komme ich sowieso hin. In größter Verzweiflung werde ich vergeblich schreien, oh, hätte ich doch in meinem Leben Gottes Gnade angenommen. Jesus wollte mich retten, doch ich habe seine Liebe verschmäht. Ich habe nicht gewollt. Dann wird es heißen, ewig verloren, ewig zu spät. Dann steht auf der Rückseite, Jesus möchte mich retten. Satan dagegen will nur Zerstörung und mein ewiges Verderben. Sollte ich da noch zögern und meine Entscheidung für Jesus aufschieben, weil Gott mich liebt und Jesus für meine Sünden starb, soll dies meine Antwort sein. Hey Jesus. Wo ist der Zettel? Alter, für das er so klein ist. Nee, auf der Rückseite steht es halt dann. Achso, es geht weiter. Ja. Zum Ausklappen, DIN A4. Nein, nicht A0. Blotter. Nee, sollte meine Antwort sein. Herr Jesus, ich komme mit all meinen Sünden zu dir. Bitte vergib mir meine Schuld und reinige mich mit deinem Blut. Ich übergebe dir mein Leben und will von diesem Augenblick an dir gehören und nachfolgen. Amen. Wer aufrichtige Fragen hat, darf uns gerne schreiben. Straßenmission, Postfach 3830D 51538. Ja, lese nicht weiter, sonst schreibt da jeder noch hin. Sollen sie von mir aus. Waldbröl heißt der Scheiß, da keine Ahnung. Hey du, komm mal hier, warte. Hä? Hier mal weiter spielen. Hinter dir, bleib mal da. Grüß. Hallo, was denn? Nimm mal kurz das Schwert. Wähl es aus und sag mir, was unten dran steht. Moment. Gott! Ich habe Gott! Aber man sieht es, auch, wenn man drauf lenkt, da steht dann Gott in Orange geschrieben oder sowas. Ja, ja, genau. So epische Schriftfarbe. Auf jeden Fall, als ich gerade eben den Enderman verprügelt habe, ja? Habe ich ihm tatsächlich auf die Füße geschlagen und er ist nicht abgehauen. Cool. Ja, bei so langen Haxen ist ja kein Wunder. Ja. Jo. Ich bin ich, hau mit Gott auf dich. Also, genau. Ich hatte einmal im Briefkasten einen Flyer, kommen Sie hier in... dann und dann zum Treffen der Zeugen Jehovas, bla bla bla. Ich so, ja, nö, nee, ist klar. Ja, geil, ich komme. Ja, Stadthaus, bla bla bla, kommen Sie vorbei, dann und dann Vorlesung von Person XYZ. Ich so, ja, nö, nee, ist klar. Also ja, Zeugen Jehovas habe ich, zu tun. Zeugen Jehovas habe ich noch nicht vor der Tür gehabt, hey. Ich warte ja schon immer drauf, dass diese Spastis da mal vor meiner Tür stehen, hey. Aber auf euch gewartet. Ja, genau. Also ich bekehre euch zur dunklen Seite. Leute, die glauben, was sie wollen, sollen sie ruhig glauben, aber sollen mich nicht ihren Glauben aufzwingen. Doch. Da ist der rostige Golem. Ach so, willst du jetzt nur, kommst du jetzt endlich ins Dingens oder nicht? Dann kann ich dir das kurz zeigen mit der Abendemaschine. Ja, ich werde jetzt mal hier schnell reinkommen. Wo ich ins Nether gehe, beeil dich mal. Halt die Gosch. Auf jetzt, ich will ins Nether. Ja, mach keinen Etta. Stress. Netter. Ins Nether. Ich guck grad mal, ob ich hier runtertauchen kann. Ja, das ich hatte einmal Zeugen Jehovas vor der Tür und dazu mich gefragt haben, ob ich denn nicht gläubig bin und ich den jetzt angeguckt habe, gesagt habe, was will ich mit dem alten Scheißkerl? sind die komisch relativ schnell gegangen. Irgendwie haben noch gefragt, ob sie jemand anderem im Haushalt ist. Da habe ich gesagt, nö, was will ich mit dem Scheiß? Ja, du hättest sagen können, bei mir. Ich komme, I'm running. Ich brauche sowieso wieder Melonen. Ich fühle mich auch jeden Morgen so, wenn ich aufstehe. So, ich gucke. So, ja. Guckst du mal hier runter. Oh ja, da sind viele, ja, stimmt. So, das sind jetzt welche und ganz unten liegt natürlich nichts, ja? Ja,
Soll ich mal runterspringen oder? Nee, dann will ich nein, kannst bleib oben. Also es hängt nur das Zeug ja hier dran, ja? Ja. So, jetzt betätige mal den Schalter rechts von dir. Und jetzt mach wieder aus. Abgespült. So, und jetzt gehe ich ganz links und kletterst die Leiter mal runter. Links, wo ist bei dir links? Ah, hier ist es aber runter. Ah, du musst hier hin. Achso. Leiter? Hier links ist eine Leiter. Ach, da drinne. Ach, da sieht man gar nicht. Ah. Jetzt liegt überall die Kakaobohnen. Ja. Wäre es eigentlich sinnvoller, wenn du unten stehst und das Zeug von oben kommt? Du könntest den Schalter natürlich auch unten machen. Aber so ist halt auch. Und wenn du es jetzt wieder überall anbringst und es wächst und gedeiht und man drückt wieder drauf, dann kriegt man immer wieder mehr. Coole Idee, ja. Werden wir dann in der neuen Welt auch wieder ein weil jetzt, Break gemacht haben. Weil jetzt funktioniert es ja. Mhm. Wir Break gemacht haben. Ja. Huch, nachdem wir einen Break gemacht haben. Warte kurz, Fokus, die Spinne loswerden. Aua! Aua! Wie aggressiv! Wasser gefallen und tot. Ich hab einen Enderman gehört. Vielleicht. Okay. So, ich hab soweit gepflanzt. Oh! Na. Hat klar. Sind wir soweit? Ich bin soweit. Alter, ich komm. So ein Rotz. Was? Warte mal. Oh, er speichert gerade. Ich muss gerade die. Passt ja. Ich muss gerade die Teile hier kaputt machen. Weil du kommst nicht zu der Leiter hin, wenn du die Dinger schon gepflanzt hast da an der Seite. Da komm, bleibst du hängen. Okay. Ja gut, muss ich breiter machen dann wahrscheinlich. Mhm. Ja, zwei musste ich gerade wegmachen, sonst komme ich dann nicht zu der Leiter hoch. Ja gut, es war ja bloß so ein Test, weil ob es überhaupt funktioniert, aber jetzt funktioniert es. Das können wir es beim nächsten Mal besser ausbauen. Größer und tiefer machen. Richtig. Dass wir vielleicht so den ganzen Day voll haben. Ja, so. Aber ich würde sagen, das war's mal wieder für jetzt. Oh. Ja, ja. Sehen uns in der nächsten Folge wieder. Spielverderber. Ja, ist so. Alles klar, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, Micha Snake, tschüssi. Gerudo, ciao. Und Shadow Mask, ciao, ciao.